Autonom fahrende Autos sind der Trend der Zukunft. Am Hamburger Flughafen stellt der Volkswagen-Konzern hierzu die neueste Technologie im Bereich des autonomen Parkens vor. Und das funktioniert ganz einfach. Einfach das Auto an die Schranke fahren, aussteigen, abschließen und das Fahrzeug kümmert sich um den Rest. Ja? Das heißt, es hat ein System integriert, was mit dem Parkhaus kommuniziert. Wir haben in den Parkhäusern Markierungen und eine digitale Karte integriert und das ist, ich sag mal, fest integriert in das Schranken- und Bezahlsystem. Das Fahrzeug beginnt selbstständig den Parkvorgang. Auf Basis einer Parkhauskarte navigieren die Fahrzeuge von Volkswagen, Audi und Porsche markenübergreifend selbstständig auf ihrem Parkplatz. Orientierung bieten ihnen installierte Bildmarker. So kann das System im Grunde in jedem Parkhaus angewendet werden. Also ich denke, der große Vorteil ist, dass wir den Parkraum viel besser nutzen können. Das Fahrzeug muss ja dann nicht mehr Platz lassen fürs Ein- und Aussteigen. Also wir können die Fahrzeuge viel enger parken. Wir können sie aber auch gestaffelter parken. Das heißt, wir können je nach Belegung dann auch mal umparken, die Flächen besser nutzen. Und damit kriegen wir in Summe dann auch mehr Parkvorgänge in ein Parkhaus von heute. Und das ist Effizienz. Während der Fahrer unterwegs ist, kann er auch seinen Elektrowagen aufladen. Sowie frische Hemden von der Wäscherei oder mit WeDeliver Pakete im Auto ablegen lassen. Das ist schon bequem für jedermann und das ist unser Ziel, dass eine Flugreise eben am Anfang, aber auch am Ende bequem ist, wie sie natürlich dann in den Terminals und im Flug selbst bequem und schnell sein soll. Gerade gelandet, bekommt der Fahrer Informationen zum Fahrzeugstatus direkt ans Handy. Und noch am Gepäckband aktiviert er sein Fahrzeug und bestellt dies zur Ausfahrt des Parkhauses. Selbstständig macht sich das Fahrzeug nun auf den Weg zum Ausgang. Das Pilotprojekt ist Teil der Mobilitätspartnerschaft des Volkswagen-Konzerns mit der Hansestadt Hamburg. Kooperationspartner für die Tests ist der Hamburger Airport. Für Hamburgs Verkehrssenator Frank Horch liegen die Vorteile auf der Hand. Wichtig ist, dass wir hierbei immer das Gesamtkonzept vor Augen haben, dass wir in unserer Stadt Schadstoffemissionen reduzieren müssen, dass wir insgesamt ein attraktives Mobilitätsangebot offerieren müssen. Das muss annehmbar sein. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir in allen Schwierigkeiten, die wir als wachsende Stadt haben, in einem vergebenen Stadtraum, was Straßen, was Parkräume angeht, was die weitere Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs angeht, und dieses Ganze tatsächlich zu einer Mobilität der Zukunft zu schnüren, da sind dies alles wichtige Bausteine. Und da wollen wir ganz vorne an Beispiele und Wege aufzeigen, wie die Zukunft einer Stadt in Deutschland aussehen kann. Autonom fahrende Autos spielen für die Stadtplanung zukünftig eine große Rolle. Und für den Autofahrer steigern sie den Komfort. Nicht nur am Flughafen, sondern auch in vielen anderen Alltagsbereichen. Wir glauben schon, dass wir in Summe dazu beitragen können, dass die Städte letztendlich mehr Platz haben, mehr Raum haben für das, was die Menschen wirklich lieben. Und wenn man sich anschaut, auch mit einer Lösung wie autonomes Parken, dass die Menschen nicht mehr nach einem Parkplatz suchen müssen. 30% des Verkehrs in der Stadt ist Suche nach einem Parkplatz. Ja, das ist schlecht für die Umwelt, das ist schlecht für den Verkehr, für Staus, für die Städte. Und das ist auch schlecht für den Menschen, ja, so viel Zeit zu verlieren, zu investieren in die Parkplatzsuche. Anfang des nächsten Jahrzehnts sollen erste Kunden in den Genuss des neuen Service kommen.